Hast du dir schon mal gewünscht, in die Vergangenheit reisen zu können, um deinem jüngeren Ich einen Rat zu geben? Heute werde ich mal erzählen, welche Dinge ich gerne gewusst hätte, bevor ich Softwareentwickler wurde. Viel Spaß! Der erste Punkt ist, dass die Arbeit als Softwareentwickler nicht so ist, wie diese ganzen Tag als Softwareentwickler-Videos. Naja, außer meine eigenen natürlich. Aber jetzt mal Real Talk. Das sind einfach die Videos mit den meisten Klicks zum Thema Softwareentwicklung. Das heißt, wenn du dich für den Beruf interessierst, werden dir diese Videos wahrscheinlich als erstes vorgeschlagen. Auf YouTube gibt es hunderte dieser Videos und einige davon sind auch selbst von mir. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass die Videos auf meinem Kanal mit den meisten Klicks auch die sind, wo ich meine Arbeit zeige. Und auch wenn ich versuche, die immer so realistisch wie möglich zu gestalten und auch wirklich einen echten Arbeitstag von mir zeige, ist es halt einfach auch nicht der ganz normale Alltag. Ich meine, die Videos wären bei weitem nicht so erfolgreich, wenn man sich einfach nur dabei filmt, wie man den ganzen Tag in Meetings abhängt und ab und zu mal ein bisschen was programmiert. Deshalb suche ich persönlich auch Tage aus, wo ich mich dabei filme, wenn ich auch irgendetwas Interessantes mache und auch ein bisschen mehr Abwechslung mit reinkommt. Das heißt natürlich nicht, dass die Dinge, die ich in den Videos zeige, in irgendeiner Art gestellt sind. Also an dem Tag, an dem ich die Kamera dann laufen lasse, die Tage sind dann bei mir tatsächlich so. Aber es ist einfach nicht so oder es ist nicht realistisch, dass jeder Tag so aussieht. Die ganzen Videos, die man so auf YouTube findet, dort zeigen sich die Leute, wie sie den ganzen Tag in der Kantine abhängen, dann haben sie gutes Essen, dann dort noch ein Frühstück, dann Tea Time, dann noch hier einen Kaffee trinken, dann hier hänge ich mit meinen anderen Arbeitskollegen ab, aber wir machen alles andere als arbeiten, dann kommt irgendwo noch irgendjemand mit einem kleinen Hündchen, das wird auch noch gestreichelt und das ist dann auch alles ganz lustig, aber die Leute zeigen sich halt überhaupt nicht, wie sie arbeiten und es ist halt einfach überhaupt gar kein realistisches Bild. Es ist tatsächlich so, dass Firmen wie Google und Facebook Büros haben, die mehr wie ein Freizeitpark aussehen, als wie ein Ort, wo Leute ganz normal als Softwareentwickler arbeiten. Aber es ist halt einfach nicht der Standard und es ist auch, selbst wenn du solche Aktivitäten hast und irgendwie da einen Flipperautomat und einen Ping-Pong-Tisch, dann ist es einfach nicht üblich, dass man den ganzen Tag nur in der Kaffeeküche abhängt und den ganzen Tag nur Ping-Pong spielt. Davon darf man sich nicht blenden lassen, weil wenn du deine Arbeit nicht machst, dann bist du deinen Job auch irgendwann mal los. Viele Leute blenden in den Videos auch noch Timestamps an, dass sie um 8 Uhr angefangen haben und dann bis abends um 8 Uhr arbeiten. Man darf nicht davon ausgehen, dass solche Arbeitszeiten der Standard ist. Also ich arbeite nicht von morgens bis 8 und dann bis abends um 8. Also wenn ich mit meinem Zeug fertig bin und ich habe meine 8 Stunden gearbeitet, dann mache ich auch Feierabend. Es gibt natürlich Ausnahmen, wenn irgendwas ganz Wichtiges noch fertig gemacht werden muss oder irgendwie die App gerade einen ziemlich heftigen Crash hat und es gibt einfach ein großes Problem. Dann muss man einfach arbeiten, bis das ganze Ding gefixt wurde. Aber es ist halt auch einfach eher die Ausnahme. Also es ist nicht so, dass man jeden Tag bis spät abends arbeiten muss. In manchen Firmen sind solche Ausnahmen üblicher als in anderen, aber ich persönlich würde halt auch darauf achten, dass ich in einer Firma arbeite, wo das nicht einfach die Norm ist, dass man jeden Tag 12 Stunden arbeitet. Ein weiterer Punkt, der auch nicht so ist, wie ich ihn damals erwartet hätte, ist, dass ich diese Programmiersprache, in der ich irgendwann mal mein Studium gemacht habe, wie Java zum Beispiel, dass es die Programmiersprache ist, in der ich zwangsläufig für immer arbeiten werde. In der Uni haben wir beispielsweise Java gelernt und als ich dann von der Uni meinen ersten Job gemacht habe, habe ich dort auch sehr viele Tests mit Java implementiert und jetzt arbeite ich als Swift-Entwickler in einer iOS-App, also ist wieder was komplett was anderes und es hat sich alles ein bisschen geändert. Es ist allerdings häufig so, dass die Programmiersprache, die du in deinem ersten Job wirklich sehr viel benutzt, dass du mit der irgendwie ein bisschen, keine Ahnung, verheiratet wirst. Also das ist die Sprache, mit der du wahrscheinlich so nativ sprichst und die anderen Sachen sind immer nur so nebenbei. Und wenn du jetzt nicht irgendwie einen harten Cut machst, also wenn du vorher Mobile-Entwicklung machst und sagst, jetzt will ich Backend-Entwicklung machen, dann ist es eher unwahrscheinlich, dass du einfach so die Programmiersprache wechselst. Ich habe Wirtschaftsinformatik studiert und habe sehr häufig aus der Ecke von Informatikstudenten gehört, dass man, wenn man kein Informatik studiert, also kein reines Informatik, dann kann man niemals Softwareentwickler werden. Ja, hier, uhu, ich bin Softwareentwickler, ich habe Wirtschaftsinformatik studiert und selbst wenn du dann mal irgendwann mal als Softwareentwickler arbeitest, dann wirst du relativ schnell sehen, dass nicht alle Leute reine Informatik studiert haben. Wie gesagt, ich habe Wirtschaftsinformatik studiert und ich habe auch schon mit Leuten zusammengearbeitet, die studierten Physik oder Mathematik und es ist einfach ein Mythos, dass das Informatikstudium eine Ausbildung zum Softwareentwickler ist. Wenn du dir mal Stellenausschreibungen für Softwareentwickler anschaust, dann wirst du relativ schnell sehen, dass bei den Anforderungen
oft ein abgeschlossenes Studium von Informatik oder informatikähnlichem Studium gefordert ist oder irgendeine relevante Ausbildung. Das kann natürlich dann auch eine Ausbildung zum Fachinformatiker sein. Ein Vorteil bei der Ausbildung ist natürlich, dass du von Tag 1 praktische Erfahrung sammelst und auch direkt schon Geld verdienst. Viele Firmen schreiben zwar in die Stellenausschreibungen rein, dass man ein abgeschlossenes Studium braucht, aber die Realität ist eigentlich so, dass es in Deutschland einen riesigen Fachkräftemangel gibt. Und wenn ein erfahrener Softwareentwickler sich im Bewerbungsgespräch gut anstellt, dann ist es der Firma völlig egal, oder in der Regel ist es der Firma völlig egal, ob die Person jetzt studiert hat oder nicht. Da gibt es natürlich Unterschiede, wer sich deinen Lebenslauf anschaut, ob das jemand von der Personalabteilung ist oder direkt einer von der IT. Denn meiner Erfahrung nach haben Leute in der Personalabteilung sehr oft gar keine Ahnung, was Softwareentwickler eigentlich können müssen für eine ganz bestimmte Position. Also die haben keine Ahnung, worauf sie genau achten müssen, und die müssen dann in der Regel auch Rücksprache halten mit den Leuten von der IT, weil sie sonst irgendwie Leute ablehnen, die sie eigentlich einstellen könnten, weil sie qualifiziert genug sind. Deshalb, wenn es die Möglichkeit gibt, versuche immer, immer das Bewerbungsgespräch über die Personalabteilung zu vermeiden. Du kannst dich beispielsweise von Leuten empfehlen lassen, die du kennst, die in der Firma arbeiten, oder du kannst auch direkt den Kontakt zu Entwicklern über LinkedIn beispielsweise knüpfen, denn wenn du einen guten Lebenslauf hast und ein Entwickler dich vielleicht auch sympathisch findet, dann kann es sehr gut sein, dass er dich empfiehlt, weil Firmen sehr oft auch Boni geben für Leute, also so praktisch so ein Finderlohn, und so ein Entwickler, wenn du dich bei dem meldest, der würde dich auch nicht wegschicken, wenn er dadurch irgendwie ein paar tausend Euro, also so einen Bonus bekommt. Also da darf man auf gar keinen Fall scheu sein. Ein weiterer Punkt, wo ich meine Meinung sehr stark geändert habe, ist, dass man es als Entwickler nur geschafft hat, wenn man irgendwann mal für eine Firma wie Google, Facebook oder Amazon gearbeitet hat. In der Vergangenheit habe ich auch schon oft darüber nachgedacht, mich bei einem dieser Firmen zu bewerben, habe es jetzt aber im Nachhinein noch nie getan. Es wäre wahrscheinlich sogar relativ einfach, für das erste Bewerbungsgespräch eingeladen zu werden, weil ich mittlerweile eigentlich aus jeder großen Firma irgendjemanden kenne, der mich auch empfehlen würde. Gut, ob ich den Bewerbungsprozess dann im Endeffekt bestehe, ist dann natürlich eine ganz andere Sache. Was mich im Endeffekt aber davon abgehalten hat, ist, dass man im Prinzip dann nur ein kleines Zahnrad in einer riesigen Maschine ist. Hier in München haben wir beispielsweise ein Büro von Google, und natürlich, die Bezahlung ist gut, man hat irgendwie Essen und hat irgendwelche anderen Benefits, aber ich kenne ein paar Leute, die dort arbeiten. Und die arbeiten hier in München an den Privatsphäre-Einstellungen. Ohne das jetzt irgendwie schlecht reden zu wollen, ich kann mir gut vorstellen, dass es in so einem riesigen System ziemlich komplex ist, so eine Seite umzusetzen. Vor allem, weil Privatsphäre von außen bei Google natürlich einen sehr hohen Stellenwert hat. Und wenn dort irgendwas falsch läuft, dann werden den Leuten bei Google natürlich sofort auf die Finger geschlagen. Aber jetzt, come on, daran zu arbeiten, hört sich jetzt nicht so spannend an. Ich persönlich arbeite lieber in einem kleinen Team, wo ich einen sehr großen Einfluss darauf habe, wie sich das Produkt weiterentwickelt. Ein weiterer Vorteil an einem kleinen Team ist, dass man auch wirklich an allen Schritten der App-Entwicklung teilnimmt. Das heißt bei der Planung, bei der Umsetzung, beim Deployment, Testing, Bugfixes, also neue Features. Also man muss sich wirklich um alles kümmern. Welche Art von Arbeit einem am besten gefällt, ist natürlich sehr individuell und auch jedem selbst überlassen. Aber ich spreche auch einfach nur von meiner persönlichen Meinung. Hast du einen Rat, den du anderen Leuten mit auf den Weg geben möchtest, dann schreib sie mal unten in die Kommentare. Falls dir das Video gefallen hat, dann würde ich mich auf jeden Fall über einen Daumen nach oben freuen. Abonnieren nicht vergessen, um keine weiteren Videos zu verpassen. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Kevin.